So, damit möchte ich einsteigen und den Punkt 44e Petition Neues Rathaus, die Bürger sollen entscheiden, aufrufen. Hier liegt mir ein Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke vor, der kann zunächst eingebracht werden und danach starten wir in die Fraktionsrunde und heute dann nach dem gestrigen Antrag sind als erstes die Freien Wähler an der Reihe dann einzusteigen. Also bitte schön, Herr Wirtz, Sie können. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ja so, dass die Fraktion Die Linke schon seit Längerem bemängelt, dass das Verwaltungszentrum sich der Kontrolle des Stadtrates und damit auch der Bürgerschaft ziemlich entzogen hat. Es sind in der Vergangenheit eine ganze Reihe Beschlüsse nicht umgesetzt worden. Bereits 2017 ist eine Kostenkontrolle beschlossen worden hinsichtlich der Vergleichszahlen nach BKI, also Baukosten pro Quadratmeter in den Folgevorlagen. Das ist nie erfüllt worden. Die damals zugrunde gelegte Wirtschaftlichkeitsberechnung, die ist im Prinzip nicht mehr haltbar. Es gibt keine Wirtschaftlichkeit mehr in einem Mietverfahren. Damals ist mit reichlich 160 Millionen Euro Kosten auf 50.000 Quadratmeter gerechnet worden. Jetzt sind wir bei 142, 143, 44 Millionen, je nachdem, ob ich Schikaniergrundstücke mit hinzufüge oder nicht, bei ungefähr 30.000 Quadratmeter. Das heißt, das Bausoll hat sich beinahe halbiert, während die Kosten im Prinzip im Wesentlichen fast so geblieben sind. Das wirkt sich natürlich pro Quadratmeter aus. Es ist natürlich auch vollkommen klar, dass die Bürgerschaft sich so etwas nicht gefallen lässt. Eine Petition wurde eingereicht, sie wurde von über 10.000 Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben, deswegen stehen wir heute auch hier. Und sie verlangt im Prinzip, dass am Ende die Bürgerschaft, die Dresdnerinnen und Dresdner, über die Errichtung dieses Verwaltungszentrums entscheiden soll. Diese Petition ist für sich nicht geeignet, einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Es steht auch so da, dass er nicht abgeholfen werden kann. Es sind aber noch insgesamt 12 weitere Petitionen, die einen ähnlichen Inhalt haben, dort aufsummiert worden. Auch die würden im Prinzip da mit drunter fallen. Und insofern regen wir heute an, dass der Stadtrat mit der entsprechenden Mehrheit einen Bürgerentscheid über das Verwaltungszentrum herbeiführt. Es ist auch vollkommen klar, es ist immer wieder seitens des Oberbürgermeisters und der verantwortlichen Dezernenten ist betont worden, die Bürgernähe des Verwaltungszentrums. Was wäre Bürgernähe oder auch bürgernäher, als am Ende auch den Bürger über die Errichtung dieses Verwaltungszentrums entscheiden zu lassen? Neben den aus unserer Sicht überhöhten Baukosten, dem eigentlich verfehlten Ziel, es ist bekannt, das Verwaltungszentrum setzt keine ökologischen Maßstäbe, es setzt im Prinzip keine architektonischen Maßstäbe. Die Architektur musste vom Wettbewerb her sehr stark geändert werden, weil denkmalschutzrechtliche Belange wie so oft nicht beachtet worden sind, und zwar in einer Weise, dass es schärfsten Einspruch der Denkmalbehörde gegeben hat. Insofern gab es da schon eine ganze Menge Fragezeichen und es ist klar, dass die Dresdner Bürgerschaft bei sowas regen Anteil nimmt. Insofern bitten wir darum oder empfehlen wir Ihnen, der Petition abzuhelfen, einen Bürgerentscheid zu initiieren. Da kann zum Beispiel am gleichen Tag wie zur Bundestagswahl gleich nebenbei mitgemacht werden. Es würde damit auch ausscheiden, dass es eine Zufallsmehrheit gibt, dass es eine schlechte Beteiligung gibt, dass es an einem Mindestquorum der 25% scheitert der Wahlberechtigten. Das lässt sich zur Bundestagswahl bestimmt ausräumen. Wie gesagt, man kann damit verschiedene Defizite beheben und wenn das Verwaltungszentrum so bürgernah, so bürgerfreundlich ist, wie es seitens der Verwaltungsspitze immer beschrieben wird, kann auch die Verwaltungsspitze frohen Mutes in diesen Bürgerentscheid reingehen, weil die Bürger es sicherlich auch dann so beschließen werden. Möglicherweise sehen Sie es aber auch anders. Es ist ja immerhin so, dass ursprünglich davon ausgegangen worden ist, dass das Verwaltungszentrum quasi aus der Portokasse bezahlt werden kann. Infolge der Corona-Pandemie ist das nicht mehr so. Es hat also Einnahmeausfälle gegeben und inzwischen muss es eine städtische Tochter
bauen, die KID, die eigentlich gar nicht selbst bauen kann und muss dafür einen langjährigen Kredit aufnehmen. Wie gesagt, die Wirtschaftlichkeit mit einer Miete ist nicht mehr gegeben. Die Abzahlung des Kredits muss bei der KID auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden, um überhaupt eine einigermaßen marktgerechte Miete hinzukriegen. Inzwischen wird dann in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten, wird dann die KID von den ersten Sanierungen überrollt werden, die wieder kostenverursachend sind. Insofern das Typische, wenn Spitzenpolitiker für sich bauen, dass die Verpflichtungen dazu ohne Rücksicht auf Verluste auf die nachfolgenden Generationen verschoben werden, die dann sozusagen mit diesem finanziellen Hinterlassenschaft leben müssen. Auch eine Umgehung des Neuverschuldungsverbots der Landeshauptstadt Dresden. Insofern bitte um Zustimmung zu unserem Ersetzungsantrag. Helfen Sie der Petition ab, seien Sie bürgernah. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein. Zur Geschäftsordnung, Herr Genschmar. Eine kurze Frage zum Ablauf. Wir haben ja diesen Tagesordnungspunkt auf heute verlegt, 15 Uhr, weil der Petent reden will. Wie läuft das nach der Fraktionsrunde oder ist er jetzt erst dran? Das war jetzt bei der Eröffnung des Tagesordnungspunkts nicht ganz nachvollziehbar. Ich habe hierzu zur Vorbereitung als solches nicht, inwieweit das vorgesehen ist und einzuordnen ist. Herr Dussmann, im Ältestenrat gab es keine Abstimmung dazu. Gibt es sonst irgendetwas dazu festgelegt? Nee. Wir haben ja gestern diesen Tagesordnungspunkt auf heute 15 Uhr gelegt, gerade weil der Petent sich vorbereiten wollte und heute hier da sein soll. Nee, also ich war gestern zu Beginn der Sitzung da und wir haben den Punkt auf heute gelegt, aber es ist zumindest hier auch nichts an Rederechten oder anderen Dingen verzeichnet. Insofern wäre jetzt ganz grundsätzlich das Thema Einstieg in die Fraktionsrunde. Ich wollte vorschlagen, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal den Einstieg in die Fraktionsrunde und können die andere Frage dann in Ruhe klären. Wie gesagt, war jetzt kein Antrag zur Geschäftsordnung, sondern okay, eine Frage. Okay, dann treten wir jetzt unser Rederecht ab an Herrn Steimle. Nee, wir haben ja keine aktuelle Stunde. Bei der aktuellen Stunde kann das Rederecht abgetreten werden. Bei allen anderen Tagesordnungspunkten werden Rederechte durch Beschluss des Stadtrats erteilt. Und wir haben gestern grundsätzlich aus meiner Sicht auch zunächst abschließend die Rederechte einvernehmlich hier behandelt und dann abgestimmt. Ich persönlich habe gestern diesen Tagesordnungspunkt auf heute 15 Uhr vorverlegen lassen, das kann man auch gerne beim Protokoll, weil Herr Steimle sich vorbereiten wollte. Und wenn Sie das heute jetzt mit irgendwelchen Findigkeiten, nee, du brauchst nicht reinquatschen, ich rede jetzt, verhindern will, wir reden von Bürgerbeteiligung einer Petition und dann darf der Petent nicht reden, ist schon dann sehr schwierig. Wenn es so ist, dann ist es so, ich kann damit leben und nach außen ist das sehr schlechtes Zeichen, weil ich es genau deswegen vertagt habe oder auf den Tagesordnungspunkt und die Zeit beantragt habe. Zur Geschäftsordnung gleich erledigt. Einen Moment. Herr Getschmer, ich würde grundsätzlich dafür plädieren, dass wir den Umgang mit der Geschäftsordnung und die saubere Auslegung der Geschäftsordnung nicht als irgendwelche Findigkeiten abtun, sondern der saubere Umgang mit der Geschäftsordnung liegt im Interesse des gesamten Hauses. Genau um das auszuloten, ist ja so ein Antrag zur Geschäftsordnung zulässig. Ich habe jetzt gerade eine weitere Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Herr Lichti, bitte. Vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Genauso sehe ich es auch. Die einreichende Fraktion hat es verabsäumt, das Rederecht für den Petenten, ich habe den Namen Herr Steinmann gehört, zu beantragen. Deswegen beantrage ich jetzt Rederecht für Herrn Steinmann. Genau, das ist der korrekte Umgang grundsätzlich in der Geschäftsordnung, ein Rederecht zu beantragen. Gibt es Gegenrede? Ansonsten stimmen wir den Punkt Rederecht auch ab. Sollten wir das Rederecht beschließen, handhaben wir es ja üblicherweise so, dass wir die Personen, denen Rederecht erteilt wird, zu Beginn sprechen lassen und wir dann in die Fraktionsrunde. Zur Gegenrede zum Rederecht, Herr Schulze. Nee, wir würden das noch mal gerne erfahren, wer jetzt genau reden soll, dann, weil wir haben den Namen jetzt nicht richtig verstanden und vielleicht können Sie uns ja doch noch mal genau den Namen nennen, damit wir überhaupt wissen, für wen wir jetzt gerade hier ein Rederecht abstimmen. Was von Steinmann? Ist es Herr Steimle? Ist es Herr Genschmar?
Wenn es die Geschäftsordnung so hergibt, dann ist das vielleicht ein Fehler von uns gewesen. Wenn ich aber gestern beantrage den Tagesordnungspunkt wegen dem Rederecht, dann hätten Sie durchaus können, unser Fehler, alles gut, ich beantrage hiermit Rederecht für Uwe Steimle zur Petition zum neuen Rathaus. Gut, dann stimmen wir das entsprechend ab. Ich darf Sie um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie dem Rederecht, Herrn Steimle, die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem Geschäftsordnungsantrag auf Rederecht für Herrn Steimle ist bei 41 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 17 Enthaltungen zugestimmt. Damit können wir in die Debatte einsteigen und entsprechend der Gepflogenheiten als externer Redner darf ich Herrn Steimle als Ersten, als Einstieg hier vor der Fraktionsrunde herzlich willkommen heißen. Herr Steimle, für die nächsten 5 Minuten gehört das Rednerpult Ihnen. Die Uhr signalisiert Ihnen, wie weit Sie in der Zeit sind. Herzlich willkommen, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte. Am 30. Januar 2020 beschloss der Stadtrat die Fortschreibung der Klimaschutzziele der Landeshauptstadt Dresden. Und im Beschluss heißt es, der Stadtrat der Landeshauptstadt erklärt angesichts des weltweit rasch voranschreitenden Klimawandels und der schwerwiegenden Folgen der Erderwärmung auch für die Gesundheit und Wohlstand der Menschen in Dresden den Klimaschutz zur höchsten Aufgabe und höchste Priorität für die Daseinsvorsorge durch die Stadt und die städtischen Beteiligungsgesellschaften. Die Landeshauptstadt Dresden berücksichtigt ab sofort die Auswirkung auf das Klima bei jeglichen Entscheidungen und bevorzugt Lösungen, die sich positiv auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken. Am 17.12.2020 beschloss der Stadtrat mit 47 Ja- und 21 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung die Vorlage zum Verwaltungszentrum Neubau. Wenn man nun diese Vorlage liest, dann stellt man ganz schnell fest, dass darin kein einziges Wort zum Thema Klimaschutz zu lesen ist. Es finden sich in dieser Vorlage überhaupt keine Aussagen zu den Klima-, Umwelt- und Artenschutzfragen bzw. dem Stadtklima. Und sehr geehrte Stadträte, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es ist auch kein Wunder, denn selbst dem Laien ist klar, was es bedeutet, in der Mitte der Stadt über 30.000 Quadratmeter, wie der Sachse sagt, zuzupflastern mit Beton, Stahl und Glas. Damit ist auch klar, dass der Beschluss zum sogenannten Klimanotstand nicht das Papier wert ist, auf dem er gedruckt wurde. Oder wie man heute modern sagen würde, die Einheit von Wort und Tat. Nun sollte man ja meinen, dass gerade in Zeiten der Krise eine Besinnung der Stadträte und des Oberbürgermeisters auf die wirklich wichtigen Dinge gilt. Aber dort steht stattdessen, reibt sich der verwunderte Betrachter die Augen und er traut seinen Sinnen nicht, wenn er die aktuellen Nachrichten hört. Und dort sieht man zum Beispiel, da ist keine Rede mehr davon, dass es Geld zur Sanierung vom Blauen Wunder gebe. Das Rathaus soll frühestens das alte 2027 in Ordnung gebracht werden. Das Krankenhaus in Neustadt soll geschlossen werden, bei der Flut also nicht mehr zu erreichen. Das Sachsenbad verkauft. Die Wiedereröffnung des Fernsehturms in weite Ferne gerückt. So, und stattdessen wird der Bau eines Bürogebäudes am Ferdinandplatz mit 150 Millionen Euro, es ist das Geld der Bürger dieser Stadt, zur wichtigsten Aufgabe erkoren, die selbst unter Aufgabe von der Schuldenfreiheit, koste es, was es wolle, zu lösen gilt. Statt Kontrolle zu üben, hat der Stadtrat alle wesentlichen Fragen in eine Jury verlagert, deren Tun selbstverständlich
der Geheimhaltung unterlag, um die Interessen der Baufirmen zu schützen. Deshalb wird es Zeit, dass die Bürger dieser Stadt ein Zeichen und diesem Treiben hier ein Ende setzen. Wir fordern daher mit dieser Petition den Stadtrat auf, die Entscheidung über die wirklichen Prioritäten der Stadt den Bürgern zurückzugeben. Bitte stoppen Sie den Bau des Verwaltungszentrums am Ferdinandsplatz und machen Sie den Weg frei für einen Bürgerentscheid zu diesem Vorhaben. Und an der Stelle sei auch noch mal gesagt, wichtiger als Prestigeprojekte ist die sorgsame Bewahrung des Erbes. Man könnte auch sagen, Fortschritt und Wachstum könnten heute heißen, mal verzichten. Und das wäre grenzüberschreitend oder fraktionsüberschreitend notwendig. Und das vor allem wäre ökologisch. Für mich ist das Allerschlimmste, ich habe noch 54 Sekunden, also ich sag mal, ich habe das beim Mitteldeutschen Rundfunk gehört und das hat mich beeindruckt und begeistert, dass dort gesagt wurde, jeder Neubau belastet die Umwelt mit 8% CO2-Ausstoß. Und wenn man solche Dinge hört, ich habe die ja vorher auch nicht gewusst, und dann trotzdem dagegen verstößt, frage ich mich, warum tun Sie das und was sind Ihre Absichten? Der Sachse würde sagen, es ist furchtbar. Danke für Ihr Interesse. Soweit das Rederecht und der Petent. Jetzt steigen wir dann tatsächlich in die Fraktionsrunde ein. Fraktion Freie Wähler beginnt, wie ich es gesagt hatte, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, meine sehr verehrten Dresdnerinnen, die das hören werden bzw. hören, die Entwicklung der Unterbringung der Verwaltung der Landeshauptstadt Dresden in den vergangenen Jahren kann man mit den Worten Tarntricksen und Täuschen zusammenfassen und hat dann wahrscheinlich immer noch nicht alles erfasst. Wenn ich an die Präsentation des vormaligen Baubürgermeisters denke, der im Jahr 2017 gesagt hat, es gibt wichtige Meilensteine, was die Unterbringung der Verwaltung betrifft, den Neubau eines Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz 2018 bis 2024, den Um- und Anbau am Ordnungsrathaus an der Theaterstraße 2018 bis 2023, und die Fertigstellung der Brandschutzsanierung im neuen Rathaus 23 bis 28 mit vorgezogenen Maßnahmen bei laufendem Betrieb, dann muss man sagen, es läuft nicht so gut. Der letzte Punkt findet teilweise statt. Der erste Punkt findet auch statt. Aber zum Beispiel der zweite Punkt, Neubau, Ordnungsrathaus an der Theaterstraße 18 bis 23, wir haben jetzt 21, von den 5 Jahren ist eins rum, das passt nicht ganz. In den Meilensteinen wurde auch gesagt, für 160 Millionen bekommt man 2 hochwertige Verwaltungsgebäude direkt in zentraler Lage. Jetzt bekommen wir für rund 140 Millionen 1 Verwaltungsgebäude in zentraler Lage. Von 116 Millionen auf 139 Millionen. Und wir befinden uns auch in einer Phase, wo wir sagen müssen, eine der Voraussetzungen, die zum damaligen Zeitpunkt gegeben ist, ist auch nicht mehr erfüllt. Damals wurde gesagt, wir brauchen das alles, diesen Neubau, weil wir keine zusammenhängenden Flächen in Dresden anmieten können. Aber wir wissen alle, dass ein Unternehmen, an dem die Landeshauptstadt Dresden sogar wesentlich beteiligt ist, die Sachsenenergie, sehr große zusammenhängende Flächen im World Trade Center demnächst freimietet und sogar noch im eigenen Vertrag hat, die man also als Landeshauptstadt noch weiter nutzen könnte. Wir müssen uns in dieser Zeit, in der das Geld auch nicht mehr so knapp ist, auch das ist eine Voraussetzung aus dem Jahr 2017, die nicht mehr gegeben ist, in der das Geld etwas knapper ist, auch fragen, bauen wir ein Verwaltungszentrum für 140 Millionen oder investieren wir das Geld für das Gemeinwohl der Dresdner? Herr Steimler als Petent hat gerade einige Punkte angesprochen, an denen wir ins Gemeinwohl der Dresdner investieren können. Und ich möchte nicht nur diese Bauvorhaben erwähnen, wie zum Beispiel das Blaue Wunder oder einige Straßen, die
wirklich zu den Kernaufgaben der Stadt gehören, sondern ich möchte auch daran erinnern, dass es einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung gibt, die in Gebäuden arbeiten, die auch jetzt in einem schrecklich und katastrophalen Zustand sind. Und nein, es ist nicht geplant, dass genau diese Mitarbeiter in das Verwaltungszentrum ziehen. Wir haben eine Fläche, die geplant ist, von Gesamtbruttogeschossfläche aus dem Jahr 2018 stand die Zahl 33.385 Quadratmeter zur Debatte. Mittlerweile sprechen wir von 36.000 Quadratmetern und wir sprechen von weniger als 20.000 Quadratmetern, die die Nutzfläche betrifft, also die Fläche, auf der die 1.300 Mitarbeiter dann arbeiten können. Aber diese 1.300 Mitarbeiter, von denen immer die Rede ist, die können auch nicht alle gleichzeitig dort arbeiten, denn wenn man alle Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten lassen wollte, würden ungefähr 800 Platz finden. Also investieren wir 140 Millionen für runde Plätze von 800 Mitarbeitern, die nach ordentlichen und in Pandemiezeiten wichtigen, mit Abstand bedachten Arbeitsplätzen untergebracht werden. Vielleicht auch nicht unbedingt in Großraumbüros, die sich ja gerade in der Zeit aktuell als schlecht herausgestellt haben. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir eine Petition haben, die so viele Unterschriften bekommen hat, dass sie heute hier behandelt wird. Und ich freue mich, dass wir eine Petition haben, die hinter der so viele Dresdner stehen, dass man guten Gewissens darüber abstimmen kann. Denn ein Bürgerentscheid, der ist für äußerst wichtige Themen da. Gerade die von hier aus gesehen linke Seite des Raumes hat sich vehement stark gemacht für den Bürgerentscheid zu den Krankenhäusern. Auch da haben viele unterschrieben und auch da hat man sich dann an den Bürger gehalten und auch da hat man den Willen des Bürgers genutzt, um seine Politik durchzuführen. Und ich glaube, dass wir dieses Mittel des Bürgerentscheides in den nächsten Jahren noch intensiv erleben werden. Wahrscheinlich schon nächstes Jahr im Oberbürgermeisterwahlkampf, wo sich der eine oder andere es nicht nehmen lassen wird, zu mobilisieren bezüglich Krankenhäuser oder bezüglich anderer wichtiger Themen, die alle Dresdner angehen. Und wir sind der Meinung, ein Thema, was alle Dresdner angeht, das ist die Fragestellung, investieren wir 140 Millionen in dieses Verwaltungszentrum oder investieren wir dieses Geld an anderer, gemeinwohlorientierterer Stelle. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? Nein. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürger am Stream, das ist ein sehr wichtiges und interessantes Thema. Ich will zu Beginn noch mal darauf verweisen, dass es vor geraumer Zeit einen einstimmigen Beschluss hier im Rat gab zur Errichtung dieses neuen Verwaltungszentrums, einstimmig damals. Und es ist ja ganz interessant zu sehen, wie das jetzt auseinanderläuft. Es ist ja bald so weit, dass es hier eine Mehrheit dafür gibt, dass es keinen Beschluss für ein Verwaltungszentrum gibt. Und da erlaube ich mir schon die Frage, wie gut dieses Thema eigentlich gesteuert wurde. Ich will aber auch nochmal sagen, für ein anderes Thema, man könnte jetzt nur sagen, wir haben nach Corona, wir hören es ja immer wieder, die Kassen sind leer angeblich, wir haben eine ganz andere Situation. Aber für ein Projekt wie zum Beispiel für den Fernsehturm, da gibt es weiter eine große Zustimmung hier im Rat, ein Projekt, wo ich sage, ja, das kann man machen mit privatem Geld, wenn unbedingt Leute sich an ihre Kindheit erinnern wollen, wie sie mit ihrer Oma da Eierstöcke gegessen haben. Ich fand es auch schön, klar. Aber da geben wir Geld, städtisches Geld aus für eine Entwicklung, wo man sich fragen kann, muss das die Kommune machen? Jetzt soll Geld ausgegeben werden für ein neues Verwaltungszentrum. Und da sage ich, ja, das muss die Kommune machen. Wer denn sonst? Und ich will jetzt die Debatte wirklich sehr ernst nehmen, weil ich nehme das vollkommen ernst, wenn viele Bürger da Einwände haben. 10.000 sind in der Tat viele Einwohner dieser Stadt. Deswegen will ich nochmal ganz nüchtern die Argumente vorbringen, von denen ich glaube, dass sie stimmen. Die Begründung dafür ist ja zunächst, wir bauen dort ein neues Gebäude für 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und
Es ist ja nicht so, dass die dort alle gleichzeitig Platz finden sollen. Das ist auch immer wieder gesagt worden. Es wurde immer gesagt, es ist ein neues Verwaltungszentrum. Einige von Ihnen waren damals mit in Rotterdam, wo wir uns genau den Prototyp angeschaut haben. Und der Sinn dahinter ist ja die Verbindung mit der Digitalisierung der Verwaltung. Und in Rotterdam ist es so, da gibt es 4 Verwaltungszentren innerhalb der Stadt mit viel, viel mehr Mitarbeitern, die dort sich sozusagen einchecken. Dort ist gesetzt, dass nur jeder Zweite am Arbeitsplatz ist, weil der andere ist mit seinem Laptop unterwegs, bei den Leuten im Café, die Holländer sind halt liberal, macht dort Bürgergespräche und so weiter und so fort. Es ist kein Argument zu sagen, der Platz reiche nicht. Und es ist auch kein Argument zu sagen, dass dort nicht die Arbeitsplätze, die momentan unwürdig untergebracht sind, hinkommen. Denn nach meiner Information ist es so, dass gerade Straßentiefbeamt, was momentan am Ring da ist, in diesen ehemaligen Robotron-Gebäuden dort untergebracht werden soll. Und wenn Sie mal dort waren, dann haben Sie gesehen, wie die Leute dort sitzen. Ich will ein zweites Argument nennen. Ich glaube, es ist irgendwie ganz logisch, wenn man das alte Rathaus sieht, dieses stolze alte Rathaus, was unsere Vorfahren gebaut haben, man sieht diese Brache daneben, städtebaulich unentwickelt, dann ist nichts logischer, als direkt daneben und im direkten Bezug dieses neue Rathaus zu bauen. Denn momentan ist es eine städtebauliche Brache. Und die Frage, was dort geschehen soll, wurde von Ihnen auch nicht beantwortet. Da höre ich dann Wohnungsbau. Ich lese, jeden Tag haben wir neue Wohnungsbauprojekte in dieser Stadt, auch gute Wohnungsbauprojekte. Wir haben dort schon ganz viel Wohnungsbau, dank der klugen Baupolitik, auch der DDR, sage ich ganz klar, in den Innenstädten Wohnungsbau zu tun. Ich würde dort nicht direkt jetzt sozialen Wohnungsbau hinmachen, sage ich ganz klar. Ich finde dieses Gebäude interessant und ich will auch noch mal einen Punkt bringen von gestern. Wir haben hier debattiert über die Belebung der Innenstädte und wenn Sie sich befassen mit der Frage, was bringt eigentlich Frequenz in die Innenstädte, sagt Ihnen jeder Städtebund, jeder Bürgermeister ist angehalten, genau sowas, Verwaltungszentren in die Innenstädte zu bringen. Das sind 1000 Leute, vielleicht Maximum, die dort Tag ein, Tag aus, raus und reingehen, die die Prager Straße am Ende auch beleben. Ich glaube, dass das wirklich eine Chance für die Stadt ist. Ich will auch nochmal darauf eingehen, auf die Sprache jetzt ein bisschen, da wird es dann doch ein bisschen vielleicht polemischer. Wenn hier lieber Thilo Wirth, so hat es gestern Geburtstag, insofern kann man heute wieder ein bisschen die Schonung beiseite lassen, wenn du hier von Spitzenpolitiker bauen redest. Du bist selber so ein Spitzenpolitiker, du saßt in allen Jurys drin und du hast gestimmt für das Verwaltungszentrum 2, was dann keine Mehrheit bekommen hat. Für das hast du dich sehr eingesetzt im Wettbewerb gemeinsam mit den Freien Wählern. Sehr interessant. Du hast auch dafür gesorgt, dass dieser Turm darunter gedrückt wurde, um dich jetzt zu beschweren, dass dieses Gebäude so unglaublich klotzig und unansehnlich ist. Ja, Geschmack ist... Und dann fehlt nur noch zu sagen, jetzt fehlen ja da die Arbeitsplätze, ja, die sind, da ist der Turm weg, ja, die fehlen dann. So ist das, wenn man ein Gebäude kleiner macht. Ja, man hätte das auch alles ein bisschen anders organisieren können und nicht mit dieser Frontalopposition am Ende dort reinpreschen, um dann zu sagen, zu teuer, zu und so was und so weiter und so fort. Und zu Ihnen, Herr Steinmann, noch ein Wort. Also, Sie sprechen hier von dem Treiben ein Ende setzen. Sorry, ich sage es Ihnen ganz klar, das ist die Sprache der 30er Jahre, das ist die Sprache, als die SS ins Parlament und die SA ins Parlament einzog und dem Treiben ein Ende setzte. Und Sie veröffentlichen in der Jungen Freiheit. Ich sage es Ihnen ganz klar. Ja? Ja, Herr Honecker. Ja, Herr Honecker. Und Sie sind auch nicht der Sachse, sondern ich bin genauso Sachse und alle anderen, die hier sitzen. Und da gibt es auch Frauen, das sind dann die Sächsinnen. Guten Tag, Herr Genschmer. Schön, dass Sie da sind. Jetzt ist leider meine Redezeit zu Ende. Bei Bedarf würde ich da noch mal nachlegen. Da gibt es ja noch viele interessante Sachen zu sagen. Aber ich sage noch eins am Ende. Ich habe damals gesammelt Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen die Waldschöpfenbrücke. Wir haben verloren. 30.000 Unterschriften haben wir gesammelt. Bei Regen und sonst was. Dann machen Sie es. Stellen sich hin, sammeln die Unterschriften. Dann gibt es hier ein Bürgerbegehren. So ist das. So funktioniert Demokratie. Und das wäre okay. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit der AfD. Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, uns liegt eine Petition mit 10.983 Unterschriften vor. 10.983 Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die von ihrem Recht auf Petition Gebrauch gemacht haben. Sie fordern ein Bürgerentscheid über den Bau des Prestigeobjekts Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz. Die Petition wurde in den Ausschüssen unter anderem gegen unsere Stimmen verworfen.
Und es wurde noch beschlossen, dass man mit den Bürgern reden will und dass man die Begründung der Verwaltung im Amtsblatt abdrucken will. Aber was bringt denn das den Bürgern? Bürgerbelehrung kann eine Bürgerentscheidung nicht ersetzen. Bei uns trifft die Ablehnung der Petition auf Unverständnis. Das Anliegen des Bürgerentscheids ist weder nicht umsetzbar noch irgendwie unsinnig. Nein, man ist nur deshalb dagegen, weil man sich um jeden Preis ein Denkmal in der Stadtgeschichte setzen will. Herr Steinmeier hat es ja schon angedeutet. Da spielt es keine Rolle mehr, dass in der Innenstadt die Läden reihenweise dicht machen, wir pünktlich nach der Bundestagswahl von einer nie dagewesenen Pleitewelle überrollt werden und viele Dresdner Familien nach wie vor um ihre Existenz bangen müssen. Über explodierende Kosten, Lieferengpässe bei Baumaterialien, zum Beispiel Bauholz, und die anziehende Inflation wollen wir jetzt gar nicht erst reden. Ob dann die Kalkulation des Verwaltungszentrums noch aufgeht, steht in den Sternen. Wenigstens kann man ja mit dem Verwaltungszentrum keine Insolvenz erleiden, wie es jetzt gerade dem Flughafen in Schönefeld in Berlin droht. Ich befürchte, dass einige von Ihnen hier einem Trugschluss aufgesessen sind. Und zwar denken Sie, Sie hätten hier das Sagen in der Stadt. Da muss ich Sie leider enttäuschen. In einer Demokratie ist nicht der mit Steuergeld bezahlte Politiker der Chef, auch nicht die Verwaltung. Nein, es ist der Souverän und in unserem Fall sind das eben die Dresdner Bürger. Wir haben diesen Bürgerwillen letztlich nur umzusetzen als Stadtrat. Ich sage es nochmal, der Bürger ist der Chef des Politikers, nicht andersherum. In den letzten Jahren hat sich ein gewisser Paternalismus in der Politik breit gemacht. Nach dem Motto, wir wissen, was gut für euch ist, ihr habt ja nur unsere Wahrheit eben noch nicht erkannt. Aber wir sitzen doch nicht im Rat, um hier jemanden zu bekehren wie in der Kirche oder zu irgendeiner moralischen Erlösung zu führen. Wenn Sie das wollen, dann gründen Sie doch einfach eine Religion und lassen Sie uns hier in der Politik damit in Ruhe. Eine lebendige Demokratie sieht nämlich für die AfD anders aus. Sie ist nicht nur Schein und Fassade. Und deshalb muss ich Sie ja wirklich fragen, haben Sie etwa Angst vor den Bürgern Ihrer eigenen Stadt? Haben Sie Angst davor, dass am Ende bei einem Bürgerentscheid ein anderes Ergebnis herauskommen könnte, was als Ihnen hier gefallen würde? Oder haben Sie Angst davor, dass nicht etwa jemand in Südafrika ist, vor die Presse tritt und dann verkündet, dass diese Wahl jetzt rückgängig gemacht werden muss? Oder haben Sie Angst davor, dass es Ihnen so in Halle ergeht? Dort hat nämlich vor kurzem ein Bürgerentscheid dafür gesorgt, dass mit 60% der abgegebenen Stimmen ein Stadtratsbeschluss gekippt wird, und zwar zur Einrichtung einer autofreien Innenstadt in Halle. Auch die Dresdner haben bereits einige grundlegende Entscheidungen für ihre Stadt selbst getroffen. 2012 mit fast 85% für den Verbleib der Krankenhäuser im städtischen Eigentum. 2005 mit 2/3 Mehrheit für den Bau der Waldschlösschenbrücke. Übrigens auch 68,6% dafür in der äußeren Neustadt. Und 1995 stimmten rund 2/3 für den Bau der stadtnahen Variante der Autobahn A17. Drei in der Konsequenz sehr teure Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen für die Stadt. Die Bürger haben es so entschieden, sie haben es so bekommen und sie leben jetzt damit. Warum sollten wir also diesmal nicht der Weisheit unserer Bürger vertrauen und ihnen die Entscheidung übertragen? Die AfD setzt sich schon seit Jahren für mehr direkte Demokratie ein. Und auch diesmal fordern wir, dass wir an diesen Stellen, wo wir schon die Möglichkeit haben, direkte Demokratie zu praktizieren, wie eben bei einem Bürgerentscheid, das auch tun und davon Gebrauch machen. Und hier im Stadtrat eben, wir werden dem Antrag der Linken zustimmen, das auch befördern sollten. Ich rufe Sie deshalb auf, geben Sie dem Bürger die Entscheidung in die Hand. Er soll darüber befinden, ob er in dieser schwierigen Situation, jetzt nach Corona, wo alles anders ist als 2018, wo es diese im Vorfeld die Bürgerbeteiligung und so weiter gegeben hat, er soll jetzt sagen, ob er das jetzt noch will, ob er jetzt noch diesen Klotz hinsetzen will, ob er jetzt noch die Millionen dort ausgeben will und ob er dann am Ende auch mit den Konsequenzen leben will, die bei einem Scheitern oder bei einer Verteuerung des Projektes auf uns alle zukommen würden. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann ja im Prinzip noch mal fortsetzen. Wie gesagt, das Beste wäre das, und das würde ja auch den letzten Zweifel von diesem ganzen Vorgang nehmen,
die Bürgerinnen und Bürger darüber zu entscheiden zu lassen am 26. September. Das ist unser Petitum. Da können dann im Prinzip alle hier im Raum und auch hier hinter mir sagen, dass sozusagen dieser Beschluss abgesegnet worden ist. Aber wir als Linke können ihn leider nicht durchgehen lassen, dass eben auch die Grünen es zulassen, dass Entscheidungen in Jurys ausgelagert werden, die der Verschwiegenheit unterliegen, dass im Prinzip ja auch hier eine Interessenverquickung da ist. Denn wer zieht denn in dieses neue Verwaltungszentrum ein? Welche Bürgerfreundlichkeit wird denn erreicht? Es sind die Investorenämter, es ist das Stadtplanungsamt, es ist die Bauaufsicht, es ist das Straßen- und Tiefbauamt, das Umweltamt. Und dort ist natürlich ganz klar, dass auch Schmidt-Lamontaine sozusagen bis zur letzten Konsequenz den Turm verteidigt hat. Und es ist nun mal mein Beitrag bei dieser Geschichte gewesen, dass dieser Turm verhindert worden ist. Und wenn ich nicht gewesen wäre, dann hätten wir eben jetzt in der Stadtsilhouette Dresdens ein Projekt mit einer unglaublichen architektonischen Anmaßung, sich nämlich in der Silhouette vor die Frauenkirche zu stellen. Und das ist ein Sündenfall, den Sie hier so einfach hätten durchgehen lassen, den ich Ihnen nicht verzeihen kann. Und ich finde es einigermaßen bedenklich, wenn es sozusagen an Einzelpersonen hängt, wenn sozusagen ein ganzes Stadtplanungsamt, was ja auch unter einem grünen Baubürgermeister weiterhin steht, nicht in der Lage ist, gewesen ist beim Lenné-Platz, jetzt wieder beim Zwinger, auch in Zukunft werden wir uns über Dinge unterhalten. Das nächste ist das Ostra-Vorwerk, wo ein B-Plan vor die Wand fährt, dass wir dort sozusagen in der Stadtplanung Reserven haben. Und das wird natürlich umso gefährlicher, wenn die Ämter eben für sich selber bauen, wenn sie selber beteiligt sind. Und nochmal zur demokratischen Legitimation einer Jury. In der Jury ging es nicht darum, ob wir dieses Rathaus bauen oder nicht. Es ging darum, aus drei Projekten, was am Ende nur noch zwei waren, weil einer aufgegeben hat, eben eine Fassade auszuwählen und nicht das für das End oder Weder für dieses Projekt. Da überziehen Sie auch die Kompetenz dieser Jury und auch das machen Sie sich zu eigen. Das ist nicht richtig. Die letzte Entscheidung ist auch nicht im Stadtrat gefallen, weil dieses Projekt hier, der letztliche Entwurf hat ja nie zur Entscheidung gestanden. Auch das ist im Prinzip eine Frage, wo wir sagen, da steht eine Entscheidung noch aus. Und machen Sie sich nichts vor, diese 145 Millionen, die jetzt hier rausgeschmissen werden, die Sie jetzt schon nicht rechnen, wir werden ja dann damit konfrontiert werden, dass es auch ein Verwaltungszentrum 2 geben wird, was dahinter gebaut wird. Und man fragt sich dann auch die Voraussetzungen, die damals 2017 geherrscht haben, also der Abriss im Prinzip der Petersburger Straße, der steht in den Sternen, normalerweise müssten diese Gebäude schon längst abgerissen sein. Das World Trade Center steht am Ende doch zur Verfügung. Jetzt soll dort auch wieder Verwaltung einziehen. Das heißt, man fragt sich aber auch, am Schluss brauchen wir sozusagen diese alten Standorte und noch einen neuen Standort. Also Digitalisierung bedeutet hier scheinbar, dass wir immer mehr Personal, nicht weniger Personal in der Stadtverwaltung brauchen, dass dieser Verwaltungsapparat sich immer mehr aufbläht. Insofern auch eine Tendenz, wo man sich fragen muss, wo führt das eigentlich hin? Wer bezahlt das am Ende? Insofern denke ich schon, dass die Bevölkerung darüber entscheiden sollte. Wir müssen mehr Entscheidungen in die Bevölkerung abgeben. Wir haben, was die Kontrolle der Verwaltung betrifft, hier im Prinzip uns nicht durchsetzen können. Wie gesagt, Baukostenkontrolle ist verweigert worden. Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist verweigert worden. Am Schluss sind Erpressungsszenarien aufgemacht worden, dass also jetzt ein Schaden entstehen würde, dass nochmal in der Verwaltung für dieses Projekt 3 Millionen Euro an Personalkosten aufgelaufen worden sind. Da müssen wir nochmal nachhaken. Wird das überhaupt ermittelt? Wird das überhaupt geführt? Haben wir in der Verwaltung mit verdeckten Kosten noch bei diesem Rathaus zu tun? Dann die Frage, ob wir aus dem Vertrag noch rauskommen, weil es ist ja im Prinzip auch so schnell wie möglich sind hier vollendete Tatsachen geschaffen worden, mitten in einer ungewissen Situation der Corona-Pandemie, um diesen Vertrag möglichst schnell abzuschließen. Jetzt ist die Frage, ja, jetzt müssen wir Vertragsstrafe bezahlen, wenn wir dort rauskommen. Aber vielleicht ist ja Zyplin gar nicht so böse, da rauszukommen, weil wir haben ja im Prinzip auch ein Umfeld, wir haben das einen Kostenstand, Kostenermittlung vor ungefähr einem Jahr. Bekommen wir, inzwischen sind die Materialkosten explodiert, das heißt nicht nur die Baufirmen haben die Kosten erhöht, sondern sie sind auch selber mit höheren Kosten konfrontiert. Vielleicht ist Zyplin ja auch ganz froh, aus der Nummer rauszukommen, ohne jetzt liefern zu müssen. Insofern ist doch ein Bürgerentscheid das Beste. Man sollte nochmal mit Zyplin reden und es hier nicht übers Knie brechen. Wie gesagt, der größte Kritikpunkt ist, und auch da haben Sie sich ja nicht durchgesetzt wieder im grünen Baubürgermeister, es ist kein Ökogebäude. Freiburg hat ein Nullenergiehaus gebaut, das haben wir nicht. Wir haben im Prinzip ein ganz konventionelles Gebäude, was veraltet ist, wenn es da steht. Es gibt keine Solaranlage auf dem Dach, das wird sozusagen erst nachgerüstet. Also man kann eine draufstellen, aber die gibt es noch nicht. Da muss man dann fragen, wo kommt die eigentlich her. Insofern ist das viel zu unambitioniert gewesen, am Ende zu teuer.
Es ist ein Tesla angekündigt worden. Wir bezahlen einen Mercedes der S-Klasse und bekommen einen braven mittleren Skoda geliefert. Insofern ist das nichts, was hier im Prinzip irgendwie Maßstäbe setzt. Vielen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Nein, dann FDP, Herr Zastrow. Ich weiß gar nicht, was Herr Würz gegen Skodas hat. Das ist ein schönes Auto. Meine Frau fährt auch ein. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob wir uns hier im Stadtrat mit diesen ewigen und ständigen Murmeltierdebatten einen Gefallen tun. Wir haben darüber gerade erst diskutiert. Das ist noch gar nicht lange hin. Es gab einen langen Diskussionsprozess, der dann hier zu einer Entscheidung geführt hat. Das bringt uns übrigens nicht nur in diesem Thema, es betrifft ganz viele Themen, keinen Schritt weiter, wenn wir all das, was irgendwann mal entschieden worden ist, noch dazu erst vor wenigen Wochen entschieden worden ist, wo wir uns auf den Weg gemacht haben, immer wieder neu in Frage stellen. Das lähmt jede Entwicklung, meine Damen und Herren. Man muss auch verlieren können. Ich habe das gestern schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt. Man kann leidenschaftlich für eine Position kämpfen, aber irgendwann ist es in einer Demokratie auch mal so weit, dass man es akzeptieren muss, dass man für diese Position jetzt in diesem Moment keine Mehrheit hat, meine Damen und Herren. Wir waren als FDP in der ganzen Frage des Technischen Rathauses immer einer anderen Meinung. Das wissen auch die, die länger im Stadtrat sind, hier ganz genau. Wir hatten damals die Idee, mit dem Robotron-Gelände für eine ganz charmante Version gehalten. Wir haben trotzdem irgendwann akzeptiert, dass es jetzt anders ist und dass man sich auf eine andere Situation einstellen muss. Ich verstehe beim besten Willen nie, wieso das hier andere in diesem Stadtrat nicht begreifen und immer wieder dieselben Debatten führen. Ich kann mir die Stichpunktzettel der letzten Jahre raussuchen zu dem Thema und immer wieder hier vortragen. Sie denken, es ist was Neues. Es ist überhaupt nicht Neues, immer dasselbe. Das langweilt mich inzwischen, muss ich Ihnen ganz, ganz ehrlich sagen. Deswegen auch nur ganz kurz, wir haben uns für das Verwaltungszentrum entschieden, für uns als FDP ganz eindeutig deswegen, weil die Arbeitsbedingungen für unsere öffentliche Verwaltung hier in dieser Stadt wirklich katastrophal sind. Das geht so nicht weiter. Wir wollen für die Investoren, für ganz viele gute Arbeitsbedingungen haben. Die Verwaltung stand da nie an erster Stelle. Jetzt ist es mal an der Zeit, auch die Bedingungen zu bessern, weil wir auch in der öffentlichen Verwaltung gute Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter, auch Leute, die dort gerne arbeiten wollen, brauchen. Und es ist so, die Verwaltung arbeitet, wenn sie korrekt arbeitet, und ganz viele tun das, für das Gemeinwohl. Na, deswegen ist auch dieser Rathausbau am Ende Stück des Gemeinwohles. Ja, was denn sonst? Deswegen verstehe ich das nie. Und stehe nach wie vor dazu, dass wir dort an dieser Stelle das tun. Auch, dass wir einen städtebaulichen Akzent setzen. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Herr Würz hat die große Vision gründlich versaut, muss man ganz klar sagen. Bis heute verstehe ich seine Argumentation überhaupt nie. Ich war schon mal auf dem Bismarckturm. Also ich muss mich sehr verrenken, um die Blickbeziehungen herzustellen, die Herr Würz hier sieht. Ich wünschte mir, dass wir mutiger sind und nicht bloß profane Architektur, wie Sie es hier wollen, bauen in dieser Stadt, meine Damen und Herren. Das Klimaargument ist wirklich lustig. Also, ich weiß, wie Public Relations funktioniert. Alle setzen das ein, wie es gerade eben passt. Ich halte es ja meistens für das falsche Argument, egal von welcher Seite es kommt. Es ist auch diesmal das falsche Argument. Es ist einfach so. Ich habe einen großen Respekt, lieber Uwe Steimle, wirklich für das, was Sie machen. Wirklich ziehe ich meinen Hut. In vielerlei Dingen. Trotz alledem muss ich eine Sache sagen, nämlich zum Thema Bürgerentscheide. Der Thomas Löser hat zum Schluss seiner Rede gesagt, es ist eine Online-Petition. Großen Respekt für jeden, der dort unterschreibt. Wir arbeiten auch mit dieser Form des politischen Zeichensetzens. Das ist es und das ist viel, aber es ist noch keine Petition, wie ich sie mir vorstelle. Wir haben dazu klare Regeln und wir als FDP sind übrigens diejenigen, die am meisten in dieser Stadt für Bürgerentscheide Unterschriften gesammelt haben. Zuletzt
für den Bau der Königsbrücker Straße oder für das Thema Sonntagsöffnung. Ich finde es übrigens ziemlich blamabel, liebe Kollegen von den Linken, dass Sie jetzt hier ein Plädoyer für Bürgerentscheide machen und als wir als FDP zum Thema Sonntagsöffnung über 28.000 Unterschriften gesammelt hatten, 2015, über 28.000. Dann gesagt wurde, ja, 800 Unterschriften sind vielleicht nicht gültig. Ich den Stadtrat hier gefragt habe, nein, machen wir doch einen Bürgerentscheid mit persönlich gesammelten Unterschriften auf der Straße, zusammen mit der Union. Und wir wollten es zusammen mit der Oberbürgermeisterwahl machen, die wenige Wochen später war. Also ein stärkeres Votum geht es nicht, haben Sie gesagt, nee, das kommt für uns nicht in die Tüte. Warum? Weil Ihnen das Thema nicht opportun war, weil Sie das Ergebnis gefürchtet haben und weil Sie eigentlich für Bürgerentscheide nur dann sind, wenn es Ihnen in den Kram passt, meine Damen und Herren. Deswegen, ich habe großen Respekt vor der Petition. Wir sollten die Argumente auch ernst nehmen, wirklich. Wir müssen besser kommunizieren. Wir müssen uns auch genau überlegen, was wir dort machen. Wir müssen auch die Bürger mehr bei diesem Projekt mitmachen. Trotzdem glaube ich nicht, lieber Herr Oberbürgermeister, dass das Verwaltungszentrum so ein Aufreger in dieser Stadt ist, wie beispielsweise die Brücke. Das muss ein Stadtrat entscheiden. Wir haben es entschieden. Jetzt sollten wir es auch vernünftig machen mit den Anregungen, die Sie auch gegeben haben. Dankeschön. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Fraktion Dissidenten, Herr Lichting. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist manchmal schon schwer erträglich, was man sich hier im Stadtrat anhören muss. Ich bin auch ausdrücklich dankbar, was der Kollege Zastro und der Kollege Löser dazu gesagt haben. Ich will aber trotzdem auch noch ein paar Dinge hinzufügen. Es passt natürlich den Rechtspopulisten hier, da drüben auf der Seite des Saales, unterstützt von einem ehemaligen Kabarettisten, hier Stimmung zu machen gegen die da oben und dort Dinge dann aufzuführen und anzuführen, die damit gar nichts zu tun haben, die aber gut klingen, wie beispielsweise die Sanierung des Blauen Wunders. Andere Dinge, die Sie genannt haben, Sachsenbad. Also man nimmt halt dann die jeweils aktuellen Themen, wo man meint, sie sind Aufreger, und bringt die dann, sage ich mal, in einen populistischen Zusammenhang und sagt, seht ihr, die machen nur was für sich, die schaffen sich ein tolles Rathaus, während der Bürger darben muss. Das ist ihr Politikstil und der ist an Unseriosität und ich sage auch an Demokratiefeindlichkeit nicht zu überbieten. Und natürlich wird es dann, wie es Frau Dr. Schöps gerade getan hat, dann wieder aufgezäumt. Wir sind die eigentlichen Demokraten gegen diese eklige Elite. Und dann wird dann eine Petition, Holger Zastor hat es gesagt, eine Online-Petition, wo man mal schnell draufklickt, die wird dann, sage ich mal, hochgejubelt als das Kerninstrument der Demokratie in Sachsen und in Dresden. Und ich finde es bedauerlich, aber auch mehr als bezeichnend mittlerweile, dass die Fraktion Die Linke dazu ihre Hand reicht. Und dem Privatkrieg, den der Kollege Wirz seit 2016, ich habe es ja mitbekommen, im Bauausschuss persönlich gegen den damaligen Baubürgermeister Rausch mit Lamontagne führt, jetzt hier im Stadtrat in dermaßener Art und Weise Arm in Arm mit der politischen Rechten fortzusetzen. Ich finde, das ist unwürdig für eine Partei und Fraktion, die sich selbst links nennt. Ich sag's so hart. Die sich selbst links nennt. Die eigentlichen Themen sind wirklich im Bauausschuss bis zum Erbrechen dargelegt worden. Deshalb, Herr Wirz, wenn Sie sich jetzt hier allen Ernstes wagen hinzustellen und zu sagen, diese Frage ist offen, dann ist das einfach falsch. Ich sage jetzt nicht eine Lüge. Es ist einfach falsch. Aber nein, Sie tun es wieder hervorzerren, tun es hier groß vor der Öffentlichkeit ausbreiten und tun so, als ob dort hier von Seiten der Verwaltung irgendetwas offen geblieben wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Und dann zu Ihnen wieder, die Demokratie. Wir sind die Vertreter der Demokratie. So etwas Lächerliches habe ich noch nie gehört. Wir haben hier eine Stadtratswahl gehabt, die war im Mai 2019.
Da haben die Dresdnerinnen und Dresdner abgestimmt und haben diesen Stadtrat gewählt. Und dieser Stadtrat hat entschieden, mehrfach, Herr Zastrow hat es gesagt, Herr Löser hat es gesagt, und dieser Stadtrat ist verdammt nochmal dazu besser demokratisch legitimiert als Ihre seltsame Online-Petition. Es ist einfach so. Und jetzt uns vorzuwerfen, dass wir demokratische Standards nicht einhalten würden, wenn wir Ihrem absurden Ansinnen folgen würden, ist undemokratisch. Wir als Dresdner Stadtrat, frisch gewählt, sind hier die Vertreter des Dresdner Volkes. Und das ist auch gut so. Und wir haben entschieden und wir werden Ihrem Anliegen nicht folgen. Im Übrigen, es war insbesondere meine Person und damals auch noch in der Grünen Fraktion. Wir haben dafür gekämpft, dass es eine Bürgerbeteiligungssatzung gibt. Die AfD hat meines Wissens nicht zugestimmt. In dieser Bürgerbeteiligungssatzung haben wir ein Verfahren festgelegt, weil Partizipation bedeutet nicht, dass ich jetzt dem Moment, ich fühle mich mal unwohl, ich möchte es denen da oben zeigen, mal kurz draufdrücke, sondern Bürgerbeteiligung heißt auch Verantwortung übernehmen für das Gemeinwesen. Und das heißt, dass man sich ein Mindestmaß an Mühe auch gibt, seine eigene Position zu begründen. Deswegen gibt es zum Beispiel beim Bürgerbegehren ein anderes von der Gemeinde vorgesehenes Instrument, die Pflicht zur Begründung und die Pflicht, einen Kostendeckungsvorschlag vorzulegen. Herr Zastrow hat vollkommen recht. Die FDP hat sich dieser Mühe unterzogen und hat auf der Straße dafür gekämpft. Das gebietet Respekt, auch wenn ich politisch anderer Ansicht bin. Aber genau diesen Weg haben Sie bewusst vermieden, weil Sie ganz genau wissen, Sie schaffen das nicht. Aber jetzt mal so einen Schnellaufreger hochschießen und damit Ihr populistisches Süppchen kochen. So bitte nicht. Deswegen, wenn dieser Stadtrat Ihr Ansehen jetzt ablehnt, dann handelt er in vollem Bewusstsein seiner Rechte und seiner Pflichten als demokratisch gewähltes Parlament von Dresden. Danke. So, damit hätten wir die Fraktionsrunde abgeschlossen und weitere Wortmeldungen sind signalisiert, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte die Debatte bewusst nicht in diesem aggressiven Stil meines Vorredners fortsetzen, dazu ist sie zu wichtig. Zunächst einmal wurde das heutige Thema nicht durch eine Fraktion hier im Stadtrat auf die Tagesordnung gesetzt, sondern deshalb, weil über 10.000 Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt gesagt haben, wir sind mit einer Entscheidung dieses Stadtrates nicht einverstanden. Und wenn das so ist, dann denke ich, ist es die Aufgabe des Stadtrates, sich nicht in gegenseitigen Vorwürfen zu ergehen, sondern darüber nachzudenken, ob die Entscheidung, die getroffen worden ist, auch richtig war oder ob sie gegebenenfalls korrigiert werden muss. Und da komme ich nochmal, und da unterliegen sowohl Sie, Herr Zastrow, als auch Sie, Herr Löser, offenbar einem grundlegenden Fehlverständnis unserer repräsentativen Demokratie. Kann ja gelegentlich vorkommen, dass die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Bürgerinnen und Bürger eine andere Haltung hier im Rat vertreten, als sie draußen bei den Menschen mehrheitsfähig ist. Das haben wir doch schon erlebt in dieser Stadt. In den 90er Jahren zum Beispiel, da wollte eine Mehrheit dieses Stadtrates das Straßenbahnnetz drastisch kürzen. Da hat die damalige PDS, die Vorgängerpartei der heutigen Linken, ein Bürgerbegehren dagegen angestrengt und auf diesem Wege dann eine Mehrheit erreicht zum Erhalt des Straßenbahnnetzes. Und es gab eine große Auseinandersetzung hier in der Stadt um den Bau der Waldschlößchenbrücke. Da gab es im Stadtrat wechselnde Mehrheiten, mal dafür, mal dagegen. Und dann gab es einen Bürgerentscheid und die Bürgerinnen und Bürger haben in großer Mehrheit entschieden. Und es gab eine Mehrheit hier im Stadtrat für die Umwandlung unserer beiden städtischen Krankenhäuser, Friedrichstadt und Neustadt, in Kapitalgesellschaften. Die Mehrheit bestand aus CDU, FDP, Grünen. Und da haben Initiatoren der Linken damals ein Bürgerbegehren begonnen. Wir haben Unterschriften gesammelt, eine große Zahl erreicht. Es hat ein Bürgerentscheid stattgefunden.
Und über 80% der Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, nein, wir teilen die Haltung des Stadtrates nicht. Wir korrigieren diese Entscheidung. Und deshalb muss man immer, wenn Bürger und Bürgerinnen in relevanter Zahl eine Entscheidung kritisieren und hinterfragen, sich auch diesen Argumenten stellen. Und natürlich ist es eine Frage, wo wir in dieser Stadt Prioritäten setzen. Kann es denn richtig sein, beispielsweise, dass wir einerseits sagen, oh, für die Sanierung des Sachsenbades ist kein Geld da, aber für ein Verwaltungszentrum. Uns fehlt das Geld für die Sanierung des Blauen Wunders, aber für das Verwaltungszentrum ist es da. Uns fehlt das Geld vielfach für die Sanierung der Schulen, aber für das Verwaltungszentrum ist es da. Und da finde ich, ist es doch nachvollziehbar, wenn Menschen in dieser Stadt genau dies hinterfragen und den Stadtrat auffordern, befasst euch selbstkritisch mit dieser Entscheidung, prüft, ob sie zu korrigieren ist. Und wenn ihr dazu nicht imstande seid, dann soll es in die Hände der Bürgerinnen und Bürger gelegt werden. Das ist erstmal eine ganz nachvollziehbare demokratische Position, die nicht illegitim ist. Und deshalb schlagen wir von der Linken vor, diese wichtige Entscheidung, eine der größten Investitionen in dieser Stadt überhaupt, 150 Millionen Euro, in die Hände der Bürgerinnen und Bürger zu legen und sie zu fragen, ob sie die Priorität beim Verwaltungszentrum setzen wollen oder ob wir dieses Geld nicht in andere Aufgaben investieren sollten, zum Beispiel in die Sanierung des Sachsenbades, zum Beispiel in die Sanierung des Blauen Wunders oder zum Beispiel in die vielen Schulen, die noch einer Sanierung bedürfen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldung, Herr Hannig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da der Herr Kollege Schollbach das nicht aggressiv gemacht hat, sondern sehr sachlich, übernehme ich halt den Part. Das, was die Grünen und der Lichti hier abgeliefert haben, ist an Demagogie und Bürgerfeindlichkeit nicht zu überbieten. Und ich will auch gleich erklären, warum. Hier stellt sich ein Stadtrat, Herr Lichti in dem Fall, und brüllt und ruft, was wir alles dürfen und was nicht. Er untersagt dem linken Stadtrat Wirt seine Meinung, er sagt, das wäre frech, er darf das nicht, er verbietet den Rechten irgendwas zu sagen, er stellt sich hierher, tobt und schimpft und beschwert sich und erklärt, dass das alles undemokratisch sei und dass man ganz anders herangehen müsste. Und er übersieht, dass sein früherer Fraktionskollege, Bruder im Herzen immer noch, Erlöser, hier dreist lügt und Politik betreibt auf eine Art und Weise, die nicht mehr unwidersprochen bleiben kann. Nein, sie sind nicht mehr, sie sind nur lauter. Ich habe langsam die Nase davon voll, von Grünen und von Linken lautes Geschrei hören zu müssen, was die Wahrheit wäre, und das ist durch nichts hinterlegt. Wo, Herr Löser, haben Sie die Weisheit her, dass das Volkssprichwort dem Treiben ein Ende bereiten? Die Nazis, oder wie sagten Sie es, die SS und die SA in den Reichstag gebracht hat? Es ist nicht nur geschichtlicher Unsinn, weil die SS und die SA nicht zusammen im Reichstag waren, aber Geschichte haben sich abgelehnt oder abgewählt, im Westen konnten sie ja. Wir wissen, dass die SS was anderes war als die SA und wir wissen, dass keine von beiden den Reichstag gestürmt haben. Und es ist nicht richtig, dass diese Redewendung, dem Treiben ein Ende bereiten, irgendwas mit Nazis zu tun hätte. Und das im Uwe Steimle zu unterstellen, der nach meinem persönlichen politischen Verständnis ganz schön weit links steht, ist schlichtweg nichts anderes als Diffamierung. Sie brüllen, sie schreien und sie denken, sie haben Recht. Aber wie die Wahl in Sachsen-Anhalt gezeigt hat, linksgrüne Politik findet hier weniger als 30% Zustimmung. Und man muss klipp und klar sagen, zur Sache, wenn die Bürger dieser Stadt zu 10.000 eine Entscheidung wollen, dann sagen sie das und sie haben es uns gesagt. Und wenn Sie, insbesondere Herr Lichti, sich herstellen und sagen, das dürfen die aber nicht, weil... Ich habe es gar nicht verstanden, was Sie Herrn Wirtz vorgeworfen haben, weil er es nicht darf. Dann ist genau das Problem. Sie denken, Sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sie denken, Sie haben die Unterstützung der Masse. Und wenn Ihnen die Masse einmal, wie hier, sagt, Achtung, wir sind über 10.000, wir wollen mitreden, dann erfinden Sie Gründe, auf die Masse, auf die Bürger nicht hören zu wollen. Das ist nicht demokratisch, das ist nicht fair und wir wollen das auch nicht mehr hinnehmen. Wir haben die Nase davon voll. Wir werden immer wieder die Bürger dieser Stadt aktivieren. Wir werden immer mehr in den direkten Austausch gehen.
Twitter ist nicht die Welt. Die Welt sind die Bürger da draußen, in unserem Fall die Bürger unserer Stadt. Und wenn diese Bürger wollen, dass wir hier erneut über das Rathaus reden, dann müssen wir es machen. Wenn Sie da drüber stehen, sagen Sie es Ihren Wählern. Sagen Sie es, Grün braucht keine Bürgerbeteiligung. Grün entscheidet selbst, was gut ist. Sagen Sie es Ihnen. Sagen auch Sie es Ihnen von der CDU. Sag es auch du Ihnen, Holger. Die Bürger wollten es, sonst hätten sie die Petition nicht unterschrieben. Und man muss klipp und klar sagen, wenn es ein linkes oder ein grünes Thema gewesen wäre, da wäre die Stimmung im Saal hier eine ganz andere. Da würde man den Rechten wieder vorwerfen, dass sie den Bürgerwillen nicht achten. Dieser politische Zirkus muss ein Ende haben. Bewusst von mir eine wütende Rede. Sie haben es nicht gemacht, Herr Schörbach. Ich habe es gemacht, wütend und persönlich. Und ich versichere Ihnen, liebe Stadtratskollegen, solche Angriffe wie dieser SS-Unsinn hier von wegen dem Treiben ein Ende bereiten, werde ich auch in Zukunft nicht mehr unwidersprochen stehen lassen. Dann google ich halt. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Oh, doch. Herr Mattis, dann Herr Schmidt. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zu ein paar Dingen hier etwas sagen. Als allererstes möchte ich mich dagegen verwarnen, wenn heute hier Freie Wähler und AfD so tun, als hätten sie irgendwas in dieser Stadt zur Bürgerbeteiligung beigetragen oder irgendetwas dazu gebracht. Mit Verlaub, dass wir heute überhaupt hier noch etwas zu entscheiden haben, ist einzig und allein dem Umstand zu verdanken, dass die Linke einen Änderungsantrag zur Ablehnung der Petition eingebracht hat. Dazu waren Sie noch nicht mal in der Lage. Das ist einfach mal die Tatsache. Also Ihnen bleibt jetzt nichts anderes, als sich da draufzusetzen, um dieses Thema hier zu bespielen. Das zum Ersten. Und jetzt mal ganz praktisch. Dass ich immer gegen das Verwaltungszentrum war, ist bekannt. Das hat eine große Mehrheit des Stadtrates anders entschieden. Das kann ich für mich akzeptieren. Ich halte das für falsch, das an dieser Stelle zu bauen, aber es hat eine Mehrheit anders entschieden. Aber es geht nie um mich. Es geht ja nie darum, dass wir jetzt wieder darüber reden, weil ich nie einverstanden bin. Sondern es haben Bürger versucht, über Bürgerbeteiligung sich in den Prozess einzubringen. Und es ist ja unstrittig, dass es um etwas sehr Wichtiges in der Mitte der Stadt geht. Und natürlich gibt es dafür ein geordnetes Verfahren, und das heißt normalerweise Bürgerbegehren. Da muss man 22.000 Unterschriften sammeln. Ich habe das übrigens schon länger gemacht als Herr Zastrow und deutlich mehr Unterschriften gesammelt. Also auch da ist die Legendenbildung ein bisschen weit hin. Und zwar für ein sehr erfolgreiches Bürgerbegehren letztendlich. Und das ist jetzt hier in diesem Fall nicht passiert. Aber warum ist es denn nicht passiert? Würden mal bitte alle einen Moment nachdenken, welche Situation wir in den letzten anderthalb Jahren gehabt haben. Und ob hier die Möglichkeit gewesen wäre, ein Bürgerbegehren durchzuführen und Unterschriften zu sammeln. Nein, das war objektiv nicht möglich. Sodass diese Form der Online-Petition praktisch das einzige Verfügbare war, um zu der Möglichkeit zu kommen. Und nun kann man sagen, das reicht nicht, das sind weder 22.000 noch ist es ein Bürgerbegehren. Und kann sagen, bitte geht jetzt los und sammelt jetzt Unterschriften. Jetzt scheint es ja wieder zu gehen. Ich vermute, Sie würden es tun. Und wenn Sie dann Ende des Jahres hier ankommen würden, dann würde ewiger Rechtsstreit losgehen, ob die Fristen schon überschritten sind für ein Bürgerbegehren. Daran sind Sie übrigens gescheitert, Herr Zastrow, und nie an irgendwelchen Stadtratsmehrheiten. So, dieser Streit würde losgehen und es würde für einen möglichen Bürgerentscheid immense Kosten zusätzlich entstehen, weil er gesondert durchgeführt werden müsste, wenn er dann überhaupt möglich wäre. Und wir halten das für unvernünftig. Wir würden sagen, angesichts der Pandemiesituation ist es doch pragmatisch vernünftig. Es kostet uns bei der Bundestagswahl fast kein zusätzliches Geld. Es müssen ein paar Zettel zusätzlich gedruckt werden, die Zähler müssen dann vielleicht eine halbe Stunde länger zählen, aber sonst entsteht kaum ein Mehraufwand. Und diesen sozusagen Bürgerentscheid, das kann der Stadtrat mit 2/3 Mehrheit beschließen, am Tag der Bundeswahl
durchzuführen, ist vernünftig. Und wenn es so ist, dass die Stadtratsmehrheit, die es hier gegeben hat, aus Grünen, SPD, CDU, die für dieses Verwaltungszentrum waren, sich bei der Bundestagswahl auch entsprechend abbildet, dann ist es so. Und dann kann ich damit leben, genauso wie ich mit der Stadtratsentscheidung leben könnte. Wenn es aber tatsächlich so sein sollte, dass es die Bürger dann wirklich anders entscheiden, dann sollten wir das auch als Stadtrat akzeptieren. Und ich glaube, das ist durchaus auch im Sinne der repräsentativen Demokratie. Vielen Dank. Herr Schmelig. Kommt danach, ich hatte schon aufgerufen gehabt. Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass ein solches Thema nicht in einem Bürgerentscheid entscheidbar ist, dann hat das diese Debatte gezeigt. So viel an auch, ich sag mal, populistischen Thesen, die eigentlich völlig ablenken von dem, was hier Gegenstand einer Entscheidung dieses Stadtrats war oder auch Gegenstand einer durch die Bürger zu entscheidenden wichtige städtische Angelegenheit gewesen wäre, haben wir doch heute gehört. Herr Schollbach stellt sich hin und behauptet, dass es um die Frage ging, geben wir das Geld für die Verwaltung aus oder für solche Dinge wie Schulen oder das Sachsenbad. Glatte Lüge, weil wir können doch nicht so tun, als ob, wenn wir dieses Verwaltungsgebäude nicht bauen würden, es keine Ausgaben gäbe, dann würden wir dieses Geld mittelfristig eben auch in Mieten stecken müssen. Das heißt, hier geht es doch ganz simpel um die Frage, wie organisiere ich öffentliche Verwaltung? Und da sage ich mal als jemand, der bekannt ist, auch in diesem Stadtrat, der sich stets für seriöse, solide Haushaltspolitik eingesetzt hat, ganz eindeutig, das Geld für Mieten mittelfristig und langfristig aus dem Fenster zu werfen, ist der falsche Schritt. Und deshalb ist es eine kluge Entscheidung, dafür ein eigenes Rathaus zu bauen. Und hier geht es nicht darum, Schulen und soziale Belange auszuspielen dagegen. Das ist schlichtweg eine Nebelbombe, die falsch ist. Und dann möchte ich mal wissen, ob dann ein Bürgerentscheid hieße, wollen Sie lieber, dass wir ein eigenes Rathaus bauen oder Räumlichkeiten anmieten? Und dann möchte ich mal die Argumentationsschienen hören. Ich sage es mal so rum. Diejenigen, die hier ein Bürgerentscheid wollten, hätten die Chance gehabt, ihn zu bekommen. Dafür haben wir klare Richtlinien, dafür haben wir auch klare gesetzliche Voraussetzungen. Sie haben es schlichtweg nicht geschafft, genug Bürgerinnen und Bürger zu bekommen, die den unterstützen. Und dann kommen Sie jetzt hin und sagen, weil wir es nicht geschafft haben, das Interesse an einem Bürgerentscheid nachzuweisen, lieber Stadtrat, entscheidet dann bitte einen Ratsentscheid. Also entscheidet bitte, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Das ist doch Irrsinn. Das ist doch wirklich politischer Irrsinn. Und aus dem Grunde kann man eigentlich als Stadtrat und gerade als jemand, der Bürgerentscheid und Bürgerbeteiligung, und zwar von unten her, als zentrale Aufgabe auch kommunaler Demokratie versteht, kann man einem solchen überhaupt nicht demokratisch legitimierbaren Begehren die Zustimmung geben. Und ich bitte den deshalb auch abzulehnen. So, jetzt war Geschäftsordnungsantrag, Herr Maloney. Mit Blick darauf, dass wir noch am ersten Tagesordnungspunkt heute sind, bereits über eine Stunde verbraucht haben und allein schon aus der Fraktion der Linken 4 Redner am Pult waren, bitte ich um Ende der Debatte und um sofortige Abstimmung. Gibt es dazu eine Gegenrede? Ist nicht, dann würde ich den Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte zur Abstimmung stellen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Ersteres war deutlich die Mehrheit und wir sagen auch noch, wie es genau ausgegangen ist. 42 Ja, 2 Nein, 20 Enthaltung.
Damit ist Ende der Debatte und wir steigen damit. Nach der Abstimmung würde ich das vorsehen, dass Sie dann eine persönliche Erklärung abgeben können. So, dann kommen wir zur Abstimmung und da liegt uns ein Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke vor. Wer diesem folgen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Ja, 43 Nein, keine Enthaltung, wird damit abgelehnt. Und damit kommen wir zur Empfehlung des federführenden Ausschusses. Den darf ich zur Abstimmung stellen und da fragen. Wer dem federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 45 Ja, 25 Nein, keine Enthaltung. Damit wird der federführende Ausschussbericht so angenommen. Jetzt war persönliche Erklärung schon avisiert. Herr Löser, bitte. Ja, vielen Dank. Ich will das noch mal ganz kurz nutzen, denn im Gegensatz vielleicht zu vielen, die glauben, Grüne wären unbelehrbar oder wüssten immer alles besser. Das ist einfach Ihre Wahrnehmung. Ich sage es ganz klar, dass ich immer überlege, was ich sage, und wenn Dinge falsch ankommen, bin ich auch durchaus in der Lage, das nochmal zu erklären. Ich will mal sagen, ich bin jemand, der sehr dafür kämpft, dass sowohl konservative, liberale, grüne als auch linke Positionen in unserer Gesellschaft diskutiert werden. Ich bin ein großer Verfechter davon, weil ich glaube, dass nur dann Demokratie funktioniert. Aber ich bin auch jemand, der ganz klar sagt, wo ist die Grenze von rechts zu rechts, ganz rechts. Und ich glaube, da muss man hier doch nochmal was sagen. Und es wurde hier unterstellt, ich hätte behauptet, Herr Steimle wäre SS oder SA. Ich habe gesagt, dass genau diese Begriffe wie dem Treiben ein Ende machen, das Treiben ist hier, Kollege Lichti hat es ausgeführt, in gewohnt emotionaler Weise, aber er hat recht, das Treiben, was hier beendet werden soll, ist die demokratisch legitimierte Art, wie wir hier im Stadtrat miteinander umgehen, wie wir Entscheidungen fassen. Und genau diese Sprache, und das meine ich, Herr Steimle, ist die Sprache, die die Rechten damals in die Parlamente gespült hat. Es ist genau diese Sprache, die da oben, wir hier unten, das ist genau der Punkt. Und das wird immer wieder bedient, es wurde darauf hingewiesen. Und das ist die alte, jetzt sage ich mal, Keule des Rechtspopulismus, die versucht, Demokratie am Ende verächtlich zu machen. Und ich will noch mal sagen, Herr Steimle, Sie veröffentlichen in der Jungen Freiheit. Man kann bei Wikipedia gucken, das ist das Sprachrohr der neuen Rechten oder der Rechtsextremen. Das sollte einfach jeder wissen, der in diesem Stadtrat damit zu tun hat. Das sollten auch die Dresdnerinnen und Dresdner wissen, die Sie dann draußen anhören. Das wollte ich sagen. Ich wollte hier niemanden persönlich beleidigen und ich habe nicht gesagt, dass Herr Steimle bei der SS oder bei der SA ist. Geht ja auch gar nicht, sind verbotene Organisationen. Danke. So. Es gibt jetzt keine Debatte, es kann höchstens persönliche Erklärung. Na dann, dann zwei Händchen und dann bitte. Okay. Gut, wir haben seit gestern zum zweiten Mal so einen unsäglichen Nazi-Vergleich gehört. Und ich finde das unanständig. Ich weiß, dass wir als Partei das öfters uns anhören müssen. Ich kann das als Politiker auch für mich annehmen, aber ganz schlimm finde ich, dass das gegen Bürger geht, gestern schon und heute wieder, gegen Bürger geht, die sich für die Allgemeinheit einsetzen und die mit solchen Nazi-Vergleichen heruntergezogen werden. Wer sowas sagt, hat keinen Anstand und was noch viel schlimmer ist, der verharmlöst die Nazi-Diktatur. So, können wir den Punkt beenden. Herr Wirtz, nochmal Geschäftsordnung.
möchte auch noch eine persönliche Erklärung abgeben. In der Debatte ist in unsachlicher und auch sachlich unrichtiger Weise werden persönliche Behauptungen aufgestellt, die nicht stimmen. Herr Lichti hat einmal mehr in Ermangelung von Fakten und Sachargumenten ist er persönlich geworden. Er hat sinngemäß behauptet, im Bauausschuss wäre alles geklärt gewesen. Ich darf nur auf die Beschlussfassung zum Verwaltungsstandort weisen, Punkt 6, den ich damals habe mit reinformuliert, eine Kostenkontrolle anhand von Kennzahlen des Baukosteninstituts. Diese Vergleichskosten pro Quadratmeter, pro Kubikmeter, was man dazu nimmt, sind uns nie vorgelegt worden. Dieser Beschluss ist unerfüllt. Insofern ist das eine falsche Tatsachenbehauptung, die der Herr Lichti hier aufgeführt hat. Des Weiteren habe ich in meiner Anfrage 821/20 die Verwaltung aufgefordert, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aus der V 1940 zu wiederholen mit den neuen Quadratmetern, mit den neuen Baukosten. Dies ist nicht geschehen. Auch diese Frage ist vollkommen ungeklärt. Insofern ist es hier Herr Lichti, der falsche Tatsachenbehauptung aufstellt. Des Weiteren hat er mir unterstellt, ich würde einen Kleinkrieg oder ich hätte seit 2016 einen Kleinkrieg gegen den Baubürgermeister geführt, der Grünen. Das ist auch falsch. Der erste Konflikt war 2017, die Grunauer Innenhöfe. Dass die nach § 34 genehmigt worden seien, geht nur in Dresden, das geht in keiner anderen Stadt. Dass die Bebauungspläne am Lenné-Platz, am Zwinger und auch im Verwaltungszentrum zeit- und kostentreibend geändert werden mussten, liegt nicht daran, dass ich die Fehler bemerkt habe, sondern an einer Verwaltung, die nicht in der Lage war, eine genehmigungsfähige Planung vorzulegen. Ich möchte aber nicht, dass ich missverstanden werde. Ich unterstelle Herrn Lichti nicht der Lüge, weil eine Lüge ist eine falsche Tatsachenbehauptung wider besseren Wissens. Herr Lichti weiß es nicht besser. Vielen Dank. Es war nicht anders zu erwarten. Das hat zu weiteren Wünschen geführt, Herr Lichti und dann Herr Nitsche. Ich würde nur eins bitten, mal ehrlich ganz offen. In der Debatte, die wir zum wiederholten Mal geführt haben, habe ich kein einziges neues Argument gehört. Die Ergebnisse sind auch erwartungsgemäß gleich ausgefallen. Nur haben Sie eines geschafft und arbeiten sich jetzt daran nochmal fleißig ab, sich gegenseitig so viel als mögliche Wunden zuzuführen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, die Stadt voranzubringen gemeinschaftlich und heute Abend in eine konstruktive Arbeitsweise zu kommen. Ich würde einfach bitten, vielleicht auch die eine oder andere Beleidigung auf sich beruhen zu lassen. Ich gebe ihr nicht allzu viel Gewicht und Sie sollten es auch tun. Herr Lichti jetzt. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich werde nicht dort in das gleiche Horn stoßen wie der Herr Wirz. Ich glaube, das hat auch für sich gesprochen und jeder kann sich ein Bild davon machen. Ich möchte es nur klarstellen, ich habe nicht von einem Kleinkrieg gesprochen, sondern ich habe von einem Privatkrieg gesprochen. Und das ist doch, glaube ich, jetzt wichtig in diesem Zusammenhang, das festzuhalten. Und ansonsten kann sich jeder ein Bild davon machen, wie hier die verschiedenen Personen agiert haben. Vielen Dank. Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Herr Löser hat in seinen Ausführungen aus der nicht öffentlichen Jury-Sitzung zitiert und dort Abstimmungsergebnisse bekannt gegeben bzw. unterstellt. Ich würde doch darum bitten, dass man das nochmal prüft, dass er, ob er das in dieser Art und Weise machen darf, aus nicht öffentlichen Jury-Sitzungen Abstimmungsergebnisse bekannt geben. Und wenn er es dann macht, dann soll er es bitte korrekt machen. So, haben wir jetzt alles aufgearbeitet aus dem Vorpunkt.